Hier wären wir auch schon wieder bei einer kleinen schönen Runde World of Tanks. Heute werden wir die Su-100 fahren und wir werden wieder zusammenfahren mit unserer Good Gamerin. Hi. Also, wir werden uns gleich wieder im Gefecht wiedersehen. So, hier wären wir auch schon im Gefecht und wie gesagt sind wir wieder unterwegs mit unserer kleinen Su-100 mal. Die Good Gamerin fährt immer noch hier in T-34 zusammen. Ist also immer noch mit ihrem A20 unterwegs. Gut. Ja. Wir werden auch mal mit rüber auf die Bahnschienen fahren, denke ich mal, oder? Oder wo möchtest du hin? Ich bin gerade bei Bahn. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Länge von dem Gameplay so okay findet, ob ihr längere möchtet, ob ihr kürzere möchtet. Wäre schön, wenn man da etwas Feedback von euch bekommt. Weil schließlich hat doch jeder so einen etwas anderen Geschmack von Gameplays, die er sich anguckt. Der Berg wird bald fallen. Siehst du das? Schönes Ding. Ich hatte ja das letzte Mal angesprochen, dass ich mir einen neuen Bildschirm holen möchte. Ich habe diesen jetzt auch endlich mal mittlerweile bestellt und warte jetzt nur noch auf die Bestätigung, dass er halt eben geliefert wird, dass er auf dem Weg ist. Zu unseren Teamkollegen mal langsam anfangen mit unterstützen und ab durch die Mütze gehen, mein Herr. Ich lasse den lieber seine EP da und versuche noch ein bisschen zurückzufahren. Okay. Dass man vielleicht da noch was retten kann. Bleib mal lieber bei den KV-2 und KV-1S hinter dir. Da kannst du nämlich mal helfen bei den Typ T-34. Ah, der ist schon weg. Okay. Der ist auch weg. Toll. Also haben wir jetzt noch etwas Strecke gefahren heute. Okay, der Panzer wollte im Kreis fahren. Mal sehen, was wir nun geschafft haben. Von der Erfahrung sind wir ziemlich weit unten. Schaden sind wir nur Mitte. Aber immerhin etwas Geld haben wir gemacht. Also heute scheinen irgendwie die Runden nicht so zu laufen, wie sie sollten. Was daran liegen kann, dass es erst das vierte Gefecht ist heute. Ja.
Also, wir werden sehen, was die nächste Runde so bringt. So, dort wären wir auch schon in dem zweiten Gefecht heute. Mit unserer kleinen Su-100. Mit der kleinen 122 mm Kanone. Vor uns ist wieder unsere kleine Good Gamerin mit ihrem A20. Da sie ja immer noch darauf wartet, dass sie ihren T34 endlich hat. Soll ich mal? Nee, lieber nicht, du zerstörst mich. Gut, komm, wir verziehen uns auch in eine Stadt. Hat Okay, keinen warte. Sinn, wenn wir hier alleine rumstehen. Hilfe. Oh. Oh, da kommt ein kleiner schneller durch. Ups, hab verfehlt. Na, Vorsicht, der nimmt die auseinander. Kleiner Mistkrieger. Ja, ich bin raus. Na, den habe ich aussteigen lassen. Oh, leider etwas zu spät, unsere kleine Good Gamerin. Die hat's schon zerfetzt. Was wir da gegen den Spielkamerad ausrichten können. Oh. Da haben sie nicht mal angekratzt. Das hört man auch selten in der Su-100. Der war knapp. Hold down hinstellen ist nicht mehr. Eieiei, der war noch knapper. Ei! Ah! Jetzt Ja. gleich der nächste. Ei! Guck mal, da Oh steht ja. direkt vor dir einer. Komm, ein Tag. Naja. Scheiße. Ich glaube, da um die Ecke ist einer. Ja, den jage ich ja gerade. Nein! Ein Krepel mit einer 122er. Also diese Kanone kann sehr wirkungsvoll sein. Ich wollte euch gerade noch demonstrieren, eigentlich an den, was war das, Churchill, wie wirkungsvoll die sein kann. Allerdings, ja, die andere Su-100 mit der 122 hat es euch verwehrt. Da war er auf einmal platt. Ja, aber was gut zu sehen ist, dass die KV-2 ganz schön schlagkräftig sind. Okay, was macht denn der T-24 da? Ja, dann sollte vielleicht mal einer erklären, dass das kein Versteck wäre. Wieso, was macht ihr denn? Naja, der ist da an der Seite irgendwie auf die Bahnwaggons und umgekippt. So wie bin ich einfach. Frag mich nicht, wie der es gemacht hat. Oh, das war schlecht, KV2. Es ist so richtig derb hier. T150 und KV2. Das ist so ein richtiges gefährliches Gefecht heute. Heute allgemein sind sehr schwere Gefechte. Das ist der Nachteil an heute. Ich verstehe nicht wieso, aber heute wirklich sauschwere Gefechte. Allerdings, da merkt man mal, was der Unterschied ist zum Wochenende. Wo Ja, echt unerfahrenere Leute fahren. So, und damit ist nur noch eine Artillerie übrig. Die hat unser kleiner VK vom Kanönchen. Guck mal dem mal zu. Nee, anderer VK. Ah, wieso müssen wir zwei haben? Na komm. VK. Okay, der sollte vielleicht auch mal schießen. Gefährlich. Gefährlich. Hat er sich aber gut gerettet. Ja, Gut, das war dann gut. sehen wir uns nochmal an.
Okay, wir haben wieder eine relativ gute Runde eigentlich gehabt, glaube ich, ja. Das Witzige war, ich war die Erste, die raus war. Ja. Es tut mir leid. Wir haben Wirkungsfeuer. Gut. Dann sehen wir uns bestimmt vielleicht. Sehen wir uns vielleicht mal im nächsten Video. Und wie immer, lasst ein Like da, kommentiert es oder wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert es.